Weit weg hinter den Weltmeeren, mitten im stillen Ozean, erinnern nur noch wenige Ruinen an die größte atomare Schlacht im Kalten Krieg. Die Atombombe ist hier. Sie existiert. Wir müssen in die Zukunft schauen. Die Zukunft, sie strahlt noch immer aus dem Runet Dome, einem Wahrzeichen des Atomzeitalters. Das ist wie ein Monument für das gigantische Versagen der USA. Es war diese entsetzliche Kombination von Arroganz und Ignoranz. 70 Jahre nach den Atomtests sind die Spuren noch allgegenwärtig, auch in der Erinnerung der Opfer. Wir hatten eine Riesenangst. Als die Bombe fiel, hat sich der ganze Himmel verfärbt. Willkommen an Bord der USS Essex. Wir werden gleich die größte Explosion sehen, die jemals auf Erden gezündet wurde. 5, 4, 3, 2, 1. Die Bomben, die nicht auf Menschen zielten, hatten dennoch Folgen für die Gesellschaft. Es gibt hier ein großes Problem mit der Verschwendung von öffentlichen Geldern. Die Menschen im Pazifik sind bis heute krank an Körper und Seele. Die nächste Generation bereitet sich auf die nächste Katastrophe vor, den Klimawandel. Rund 8000 Kilometer östlich vom amerikanischen Festland, 6000 von Asien und über 4000 Kilometer nordwestlich von Australien liegt Majuro, die Hauptstadt der Inselrepublik Marshallinseln. Vor dem Hauptatoll der Inselgruppe bis zum Eniwetok-Atoll ist es immer noch eine lange Reise. Majuro ist, wegen seiner besonderen Lage zwischen den Kontinenten, ein beliebter Anlaufpunkt für Weltumsegler aller Herren Länder. Für Reisende auch eine Chance, gleichsam als Anhalter mitgenommen zu werden. Noch einmal geht es knapp 1000 Kilometer über den Pazifik. Weit und breit nichts als offenes Meer. Doch dann ein überraschender Funkspruch. Sie befinden sich im Bereich des Kwajalein-Atolls. Hier wird eine militärische Operation durchgeführt. Können Sie uns ein Zeitfenster nennen? Laut Ansage auf Frequenz 2716 beginnt die Operation heute Abend um 7 und dauert bis 1 Uhr nachts. Aber wir glauben, alles läuft nach Plan und wir melden uns wieder um 9 Uhr. Vielen Dank. Bestätigt. Der Weg zurück und dann wieder hierher wird uns rund 8 bis 10 Stunden kosten. Statt wie geplant, Samstagnachmittag anzukommen, wird es mitten in der Nacht. Das heißt, wir müssen bis Tagesanbruch warten, um in das Atoll einzufahren. Insgesamt kostet uns das rund 24 Stunden. Offenbar hat die amerikanische Armee hier immer noch das Sagen. 70 Jahre nach den verheerenden Atomtests wird hier weiter scharf geschossen. Dann erscheinen sie am Himmel, Langstreckenraketen, abgeschossen vom 10.000 Kilometer entfernten Vandenberg in Kalifornien. Hier wird der Abschuss möglicher Atomraketen aus Nordkorea geübt. Noch immer ist hier das maritime Trainingscamp für den Weltuntergang. Schließlich, nach 5 Tagen auf hoher See, Ankunft im Atomkriegsgebiet von damals. Das Eniwetok-Atoll umfasst über 40 Inseln, deren Gesamtfläche allerdings nicht größer als jene von 10 Fußballfeldern ist. Die Lagune, die das Atoll umschließt, ist allerdings über 1000 Quadratkilometer groß. Vor den Atombombenversuchen lebten hier über 1000 Einwohner. Sie waren autark, lebten nur von dem, was der Ozean und der fruchtbare Boden hergab.
Eniwetok war früher eine gute Insel. Als hier noch Kokosnüsse und Brotfrucht wuchsen, war alles gut. Aber nachdem sie die Atombombe auf Eniwetok warfen, hat sich alles verändert. Seit frühesten Zeiten war es Brauch, auf Eniwetok Kokosnüsse und Brotfrucht anzubauen. Mein Vater sagte immer, der Boden war sehr fruchtbar. Nach dem Endkampf in Berlin war der Feind der Alliierten geschlagen, Hitlers Deutschland. Japan gab sich noch nicht geschlagen und nach kurzer Zeit taten sich neue Fronten auf. Nach der Kapitulation Deutschlands verhandelten Harry Truman, Winston Churchill und Stalin auf der Potsdamer Konferenz über die Neuordnung Europas. Währenddessen tobte im Pazifik immer noch der Krieg. Die Invasion der 32 Marshall-Atolle steht für ein Meisterstück militärischer Strategie. Zwar waren die Marshallinseln sowie große Teile der Pazifikinseln bereits 1944 von amerikanischen Truppen erobert worden, doch Japan verweigerte die Kapitulation. Mit Kamikaze-Piloten versuchten die Japaner, den aussichtslosen Krieg zu verlängern. Before the direct assault, our tactics were to flank Kwajalein. Doch die Amerikaner arbeiteten an der Waffe aller Waffen, der Atombombe. Das Team um Robert Oppenheimer wollte eigentlich den Deutschen zuvorkommen. Doch im Vergleich zu den Amerikanern steckten Hitlers Atomwissenschaftler noch in den nuklearen Kinderschuhen. Zum Glück für die Deutschen hatten sie den Krieg schon verloren, als die ersten Atombomben in der Wüste von Nevada gezündet werden konnten. Das atomare Höllenfeuer veränderte die Welt. Aber nicht so, wie es sich die Amerikaner eigentlich erträumt hatten. Auch Stalin wollte die Bombe. So hatten die USA nur einen Vorsprung und den galt es auch zu demonstrieren. Die erste Bombe für den Kriegseinsatz hieß Little Boy und wurde am 6. August 1945 über der japanischen Stadt Hiroshima abgeworfen. Bei der Explosion starben unmittelbar 20.000 bis 90.000 Menschen. Viele der Überlebenden leiden noch Jahre später an den Folgen der Strahlung. Doch die Japaner kapitulierten. Jetzt war der Zweite Weltkrieg erst wirklich an allen Fronten vorbei. Ein solches Inferno wie das von Hiroshima und drei Tage danach in Nagasaki hatte es auf der Welt noch nicht gegeben. Und es war klar, wer die Bombe hatte, der hatte auch die Macht auf der Welt. Kaum war Frieden, setzte ein neuer, diesmal nuklearer Rüstungswettlauf ein. Die Atombombe ist hier.
Sie existiert. Wir müssen in die Zukunft schauen. Bisher sind erst 3 explodiert und keine davon über Wasser. Es ist die Pflicht der Armee, die militärische Gewalt dieser neuen Waffe zu erforschen. Wir wollen für jede Art der Nutzung der Atomenergie vorbereitet sein, ob zum Angriff oder zur Verteidigung. Das Ende des Zweiten Weltkrieges bedeutete gleichsam den Anfang des Kalten Krieges. Bereits in den späten 1940er Jahren begann ein beispielloses Wettrüsten zwischen der Sowjetunion und den USA. Die ersten Opfer dieser neuen Auseinandersetzung wurden ausgerechnet jene, die nie an einem bewaffneten Konflikt teilgenommen hatten, die Bewohner der Marshallinseln. Und sie sind es bis heute. Auf der Insel Runet, keine Bootsstunde von der Hauptinsel Iniwetok entfernt, verbirgt sich unter einer gigantischen Betonkuppel eine Zeitbombe. Ähnlich wie der Sarkophag in Tschernobyl oder das Kraftwerk von Fukushima ist der sogenannte Runet Dome ein Mahnmal des ungebremsten Atomzeitalters. Jack Niedenthal, ehemals Mitglied des Peace Corps, einer von Kennedy ins Leben gerufenen Freiwilligenorganisation, kam auf die Marshallinseln, um Entwicklungshilfe zu leisten. Dies ist ein Monument des gigantischen Versagens der USA. Dieser riesige Betondom. Das Erste, was mir in den Sinn kam, als ich das gesehen habe, war diese unglaubliche Dummheit. Selbst als junger Mensch, der keine Ahnung hatte, weder von Wissenschaften noch von Geschichte, hat es mich geschockt, wie dumm das alles ist. Mittlerweile habe ich mich den Großteil meines Lebens mit den Folgen der Atomtests auf den Marshallinseln befasst und sehe in den Geschehnissen jener Zeit eine entsetzliche Kombination aus Arroganz und Ignoranz. Die Entscheidung, das Atoll zum Testgelände für Atomwaffen zu machen, fiel unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Da gehörte das Atoll zum Treuhandgebiet Pazifische Inseln. Zudem beschloss die UNO, dass der Gebrauch der Gebiete für die Sicherheitsinteressen der USA keinerlei Beschränkungen unterliegt. Amerika war die einzige Supermacht der Welt. Im Wettrennen um die Atombombe war die größte Sorge der Amerikaner, dass Spionage den technologischen Vorsprung schnell zunichte machen könnte. Die Vernunft sagt, das hier ist gefährlich und dumm. Sie würden so einen Trip nicht riskieren. Die Vernunft sagt uns, aus einer Kanone geschossen zu werden, ist ebenso gefährlich. Die Vernunft lehrt uns, auf der Rollbahn vorsichtig zu sein, wo Propellerflugzeuge und Düsenjets sich bewegen. Der Umgang mit Dynamit ist auch gefährlich, aber für einige ist es Alltag. Doch manchmal vergessen wir, dass Missachtung von Sicherheitsvorschriften auch gefährlich sein kann. Wenn geheime Informationen über die aktuellen Tests in die Hände unserer Feinde gelangen, können die Konsequenzen für uns alle desaströs werden. Für jeden Einzelnen und für unsere ganze Nation. Sicherheit ist Vernunft. Mach keine Fehler, vermeide lockeres Geschwätz, verstaue Geheiminformationen sicher. Berichte sofort über undichte Stellen. So kann vermieden werden, dass aus einer Kleinigkeit ein Ernstfall wird. Vermeide es, Geheiminformationen in Briefen an die Familie zu schreiben. Sei sicher, dass du vorsichtig bist. Sei keinesfalls nachlässig. Für den Fall, dass die Sowjets mit ihrer Entwicklung doch vorne lagen, beugte man auch vor. Mit unterhaltsamen Aufklärungskampagnen an der Heimatfront. Sonntage, Feiertage, Ferientage. Du musst immer bereit sein, das Richtige zu tun, wenn die Atombombe explodiert. Ducken und bedecken. Das ist das Erste, was du tust. Ducken und bedecken. April 1948, keine 3 Jahre nach dem Ende des Krieges, war es soweit.
Operation Sandstone konnte beginnen. Die erste Bombe, genannt X-Ray, hatte bereits eine dreimal größere Sprengkraft als die von Hiroshima. Dann ging es im zweiwöchentlichen Rhythmus weiter. Am 1. Mai, kurz nach 6 Uhr, explodierte Yoke. Wieder war die Sprengkraft erhöht worden. Fest steht, die Tests hatten nicht nur einen wissenschaftlichen, sondern auch einen politischen Zweck, Abschreckung. Das war eine Riesenshow, 42.000 Männer und Frauen da draußen, 5.000 Strahlenmessgeräte, Ratten, Schweine, Ziegen, einfach eine Riesenshow, um den Russen zu zeigen, schaut mal, was wir hier haben. 1952 startete die Operation Ivy. Der erste Test einer Wasserstoffbombe wurde geradezu wie ein Spielfilm inszeniert. Filmteams aus Hollywood führten Regie. All engines ahead one third. All engines ahead one third. Engine room con ahead one third. All engines answer ahead one third, sir. Engine room reports making turns for 4 knots, sir. Very well. Wir sind nicht ganz sicher, welche Fortschritte die Russen bei den letzten Versuchen gemacht haben. Die einzige sichere Annahme, von der wir ausgehen, ist, dass sie eine effiziente Bombe bauen, um sie als Auslösemechanismus für eine Wasserstoffbombe zu nutzen. Selbstverständlich wollen wir nicht, dass sie vor uns eine Wasserstoffbombe haben. Und so ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Die nuklearen Sprengkörper werden immer größer. Und nach den Atombomben kamen die Wasserstoffbomben. Eine gigantischer als die andere. Und ihre Auswirkungen wurden akribisch untersucht. Da draußen, auf etwa 45.000 Fuß, befinden sich die Flugzeuge, die Materialproben sammeln. Auf dieser Mission werden ausschließlich bemannte Flugzeuge eingesetzt. Die Erfahrung lehrt uns, dass bemannte Flugzeuge beim Sammeln von Materialproben ebenso effizient, aber entscheidend billiger sind. Die Jets wurden ausgesucht, weil sie in größerer Höhe operieren können. Was die enorme Explosion auf dem Atoll angerichtet hat, weiß niemand. Zurzeit machen sich Spezialisten per Hubschrauber auf den Weg. Es war auch ein militärischer Spielplatz für ein Spiel mit dem atomaren Feuer, dessen Wirkungsweise oft unübersichtlich war. Coming up on Bogan. The detection station on Bogan appears to be in good shape. No visible sign of plywood tubes. Was auf AnyWayTalk passiert ist, obwohl die getesteten Waffen nicht die Sprengkraft hatten, wie etwa jene auf Bikini, sind sie teilweise nicht richtig explodiert. Das heißt, der wirklich hochradioaktive Kern ist nicht vollständig verbrannt. Er ist über die ganze Gegend verteilt worden. Deswegen haben sie später den Runit Dome gebaut, denn es hätte tausende von Jahren gedauert, bis die Strahlung weg gewesen wäre. Darum haben sie alles mit Beton bedeckt. Das würde nirgendwo auf der Welt toleriert werden, aber genau das geschah auf AnyWayTalk. Nach 10 Jahren und 44 Atom- und Wasserstoffbomben wurden die Tests eingestellt. Zurück blieb eine unbewohnbare Mondlandschaft,
verstrahlt, verbrannt verlassen. Bis heute, 70 Jahre später, sind die Reminiszenzen des unausgesprochenen Krieges allgegenwärtig. So düster wie die Vergangenheit, so sieht auch die Zukunft der Insel aus. Mittlerweile leben wieder rund 300 Menschen auf dem Atoll. Doch jeder Versuch, der paradiesischen Landschaft wieder Leben einzuhauchen, ist bisher gescheitert. Wir hätten gerne Touristen hergebracht. Das ist aber nicht einfach. Die Touristen haben Angst vor der radioaktiven Strahlung auf Eniwetok. Das ist ein Problem. Wir hätten sie gerne hier gehabt. Das Problem hatten sie bereits auf Bikini. Keine Ahnung, wie wir das lösen. Für die Menschen hier ist die Zeit stehen geblieben. Wir hatten eine Riesenangst. Als die Bombe vom Himmel fiel, hat sich der ganze Himmel verfärbt. Erst gab es diese riesige Feuerkugel und danach färbte sich der Himmel blutrot. Danach wurde er grau und es wurde ganz dunkel. Ich fühlte mich schwach, mein Kopf schmerzte, mein ganzer Körper schmerzte, alles tat weh. Von weitem betrachtet sieht Eniwetok heute wieder aus wie früher. Palmenstrände, türkisfarbenes Wasser, weiße Traumstrände. Doch Umsiedlung, Enteignung und Exil haben ebenso viel Zerstörung angerichtet wie die Bomben. Der gesellschaftliche Zusammenhalt, das Selbstverständnis der Inselbewohner, die wirtschaftliche Basis, alles hat sich in Luft aufgelöst, wie einige ihrer Inseln. Die meisten dieser Kinder, die hier aufwachsen, werden irgendwann ihre Insel verlassen. Denn sie bietet keine Grundlage für ein längeres Leben. Was bleibt, ist der Glaube, der sie eint und zusammenführt. Sie sagten, alle müssen die Insel verlassen. Wir hatten keine Wahl. Dann kamen sie einfach mit einem Schiff und wir wurden alle nach Ujalan gebracht. Wir wussten nicht einmal, wohin es geht. Das haben wir erst auf dem Schiff erfahren. Mehr als andere Völker mit ausreichend Land haben sich die Menschen hier mit ihrer kleinen Scholle identifiziert. Durch die Vertreibung waren sie völlig entwurzelt. Diese Menschen sind unschuldig. Sie haben keinen Krieg gegen Deutschland begonnen oder gegen sonst irgendjemanden. Sie sind hier nie weggezogen von ihren Familien. Sie haben nur ihr Leben genossen. Und dann kamen die Japaner und davor noch die Deutschen und so weiter. Wir wurden behandelt wie Haustiere, wie Puppen. Und wir haben uns nur gefragt, was haben wir getan? Warum bestrafen sie ausgerechnet uns? Warum gerade wir? Das konnten wir nicht verstehen. Früher, weit ab von den Segnungen der Zivilisation, war das Leben des kleinen Inselvolkes einfach, aber weitgehend sorgenfrei gewesen. Kokosbäume spendeten nicht nur Nahrung. Aus den Fasern ließen sich Seile flechten, Stoffe weben und sogar einfaches Werkzeug herstellen. Ein einfaches, schlichtes Paradies. Die traditionellen Häuser waren Pfahlbauten und diese Klappe war die Tür, durch die man einsteigen konnte. Und all das wurde zusammengehalten durch die traditionelle Schnur aus Kokosfasern, also hunderte und aberhunderte Meter dieser Seile. In ihrer Sprache heißen die Häuser übersetzt Rattenbau. Und wenn man sie fragt, warum, müssen sie einen echten Rattenbau gesehen haben, speziell von Weibchen mit ihren Jungen. Sie bauen wirklich sehr gemütliche Häuser. Dieses ist das traditionelle Frauengewand und es ist auch aus Kokosfasern.
Fasern gemacht. Nur selten wurden andere Fasern benutzt. Das Innere ist aus einem ganz bestimmten Material gewoben. Die schwarze Umrandung symbolisiert die innere Borke eines Baumes und die Bedeutung der äußeren Ornamente ist nicht mehr überliefert. Aber grundsätzlich wurde hier etwa der Landbesitz der Frau beschrieben, ihr Familienstand oder ihre Familienzugehörigkeit. Sie hatten eine große Symbolik, die wir aber im Einzelnen nicht mehr kennen. Die Frauen trugen zwei solcher Tücher. Eines wurde von vorne gewickelt und das andere von hinten. In den 1850er Jahren kamen die ersten Missionare. 1906 wurden die Inseln Teil der Kolonie Deutsch-Neuguinea. Einige Häuptlinge hatten enge Beziehungen zur Mission. Nicht zum Missionsleiter, aber zu dessen Mitarbeitern. Deshalb sind ihre Nachfahren bis heute sehr einflussreich. Japanische Soldaten eroberten die Insel 1914. Anfang 1944 setzten sich die Amerikaner in der Schlacht um die Marshallinseln durch. Nach dem Krieg wurden sie von den USA treuhänderisch verwaltet. Während der Atombombentests waren hier 11.000 Soldaten, Techniker und Ingenieure stationiert. Ihre Baracken dienen heute als Schule und Rathaus. ...1979 wurden die Marshallinseln unabhängig. Wirtschaftlich ist das Land jedoch weiter auf die Geldzuwendungen der USA angewiesen. Was die Amerikaner getan haben, war einfach schrecklich. Sie sind hier rausgekommen an diesen wunderbaren Fleck. Der Grund, warum ich nach mittlerweile 36 Jahren immer noch hier bin, ist die Freundlichkeit dieser Menschen. Selbst meinen ärgsten Feind würde ich vermissen, wenn er fortginge. Die Art, wie man hier behandelt wird, ist einfach wunderbar. Die Vorstellung, dass die hierher gekommen sind und diese grundfreundlichen Menschen so behandelt haben, diese großzügigen, friedliebenden Menschen. Wir sind nicht perfekt und haben da und dort auch unsere Probleme. Aber insgesamt ist es hier immer noch ein sehr entspannter Ort. Besonders stark wurde Eniwetok 1952 in Mitleidenschaft gezogen, als die USA ihre erste Wasserstoffbombe testeten. Willkommen an Bord der USS Essex. Ob Sie es wissen oder nicht, dieses Schiff ist der Kommandostand der gemeinsamen Einsatztruppe 132. Es sind nur noch Minuten bis zur ersten Detonation Mike der Ivy Operation. Um genau zu sein, sind es noch 59 Minuten. Wir sind hier seit Sonnenaufgang. Über Nacht gefahren und in den frühen Morgenstunden angekommen. Wie Sie sich vorstellen können, ist die Spannung recht hoch. Und das hat seinen Grund. Wenn alles nach Plan läuft, werden wir bald die größte Explosion sehen, die jemals auf dem Erdball gezündet wurde. Der Testsektor für die Bombe Mike ist an der nördlichen Spitze des Eniwetok-Atolls. Etwa 25 Meilen von den beiden Hauptinseln Eniwetoks. Mit großen Frachtschiffen und Flugzeugen wurde alles gebracht, was für die Atombombenversuche notwendig war. Baracken, technische Einrichtungen. Hütten für die explosiven Materialien. Eine ganze Industriestadt mitten im Pazifik. Und dann kam der Moment, an dem hier zum ersten Mal das Höllenfeuer entfacht werden sollte. Sie haben hier eine wunderbare Aussicht auf den aufregendsten Augenblick in der Geschichte der modernen Wissenschaften. In wenigen Minuten werden Sie Zeuge der mächtigsten Explosion, die jemals Menschen zu Gesicht bekommen haben. Die Detonation wird am Horizont etwa in dieser Richtung passieren. Die besondere Bedeutung ist, es handelt sich um die erste reine Wasserstoffbombe im Echtversuch. Wenn die Kettenreaktion funktioniert, befinden wir uns im thermonuklearen Zeitalter.
Zu unser aller Wohl und zum Wohle unseres Landes weiß ich, dass ich und Sie alle gemeinsam wünschen, das Experiment möge gelingen. Noch 30 Sekunden. Minus 15 Sekunden. Minus 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. Die Bombe, die am 31. Oktober im Rahmen der Operation Ivy mit dem harmlosen Namen Mike gezündet wurde, hatte eine Sprengkraft von 10 Megatonnen TNT-Äquivalent. Das entspricht fast 100 jener Bomben, die über Hiroshima abgeworfen wurden. Einige der Inseln sind bei den Explosionen schlichtweg verdampft. Was übrig geblieben ist, hat sich augenscheinlich erholt. Untersuchungen an Fischen weisen keine erhöhte Strahlenbelastung mehr auf. Kinder der dritten Generation haben offenbar keine körperlichen Erbkrankheiten mehr. Und die Hinterlassenschaften der amerikanischen Militärs sind nur noch Kulisse. Doch eines hat sich grundlegend verändert. Die Menschen hier haben nicht mehr die Fähigkeit, sich aus eigener Kraft zu ernähren. Die einzige Möglichkeit, auf den Marshallinseln Geld aus dem Landbesitz zu machen, ist die Produktion von Kokosmark. Aber wir können unser Kokosmark nicht exportieren. Nicht nach Japan. Nicht auf die Philippinen, nirgendwohin, weil uns irgendjemand davon abhält. Aber sie haben eine Menge Geld ausgegeben, um uns Kokosbäume zu bringen. Wir können die Milch trinken und das Mark essen, aber wir dürfen nicht exportieren. Das kann ich nicht verstehen. Die Muttererde wurde abgetragen und in den Runet Dome verfrachtet. Zumindest ein Großteil, nicht alles. Wenn man hier nachschaut, speziell bei den alten Felsen hier, die strahlen immer noch radioaktiv. Unmittelbar nach den Waffentests war die Insel in höchstem Maße verstrahlt und absolut unbewohnbar. Dabei war das Cäsium, das eine Halbwertszeit von 30 Jahren hat, nicht das Hauptproblem. Vielmehr waren durch fehlgegangene Versuche unbekannte Mengen des giftigsten Stoffes überhaupt verstreut worden, Plutonium. Zwischen 1977 und 1980 wurden drei Inseln vom übrig gebliebenen Atommüll gesäubert. Die verstrahlte Erde wurde großflächig abgetragen und zusammen mit dem eingesammelten Müll mit Portlandzement vermischt und anschließend in einen Explosionskrater geschüttet.
Der Krater, 1958 bei der Kaktus-Explosion auf der Insel Runit entstanden, hatte einen Durchmesser von 107 Metern und war 9 Meter tief. Anschließend wurde der hochradioaktive Müll mit 358 Betonplatten von je 46 cm Dicke verschlossen. Die Kosten der Reinigungsaktion beliefen sich auf 240 Millionen Dollar. Doch unter der Betonkuppel tickt eine Zeitbombe, denn niemand weiß, wie lange der Deckel dicht hält. Schlimmer noch, wenn der Meeresspiegel steigt, könnte er bereits in wenigen Jahren den Kraterrand erreichen und unterspülen. Tausende Tonnen radioaktiver Müll könnte sich dann in den Pazifik ergießen. Für die USA war der Fall jedoch mit der Reinigung und den Entschädigungszahlungen erledigt. Während der Verhandlungen, bei denen sie anfangs 12 Millionen angeboten hatten, haben wir sie auf 75 Millionen hochgehandelt. Die Hälfte ging in einen Fonds, die andere Hälfte wurde an die Bewohner ausgezahlt. 2,4 Millionen im Jahr über 15 Jahre. Das waren etwa 300 bis 400 Dollar pro Person im Quartal. Keine riesige Menge Geld, wenn man bedenkt, was passiert war. Der Fonds zahlt immer noch, zurzeit etwa 500 Dollar pro Person im Jahr. Dafür, dass die Menschen vor 70 Jahren deportiert wurden und ihr Leben im Wesentlichen zerstört wurde, ist das nicht wirklich viel Geld. Zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Die Inselbewohner waren Almosenempfänger geworden. Die Ehefrau des Journalisten Gift Johnson, Darlene Keju, kämpfte gegen die Opferhaltung. Bevor wir wussten, was überhaupt geschah, wurde unsere Insel in die Luft gesprengt. Die US-Regierung hielt es nicht für nötig, uns zu sagen, dass 4 unserer Inseln, 2 in Bikini und 2 in Eniwetok, von der Erdoberfläche verschwinden würden. Als ein amerikanischer Offizier aus Washington kam, besuchte er die Menschen von Bikini. Er sagte dem Häuptling, dass die US-Regierung die Bomben testen würde und ich zitiere, zum Wohle der Menschheit und um alle zukünftigen Weltkriege zu beenden. Sie war Vorreiterin im Kampf um ein Gesundheitssystem in den besonderen sozialen Strukturen. Sie hatte das westliche System der Bildung und des öffentlichen Gesundheitssystems verstanden, aber sie wusste auch, wie man mit den Bewohnern der Marshallinseln umgehen musste. Diese Kombination war ihre besondere Befähigung. Wir haben Hunderte von Frauen mit Fehlgeburten. Wir haben Leukämie. Wir haben Schilddrüsenkrebs. Wir haben behinderte Babys. Ich komme gerade von daheim und habe mit vielen Frauen und Männern geredet. Wir haben Säuglinge, die wir Quallenbabys nennen. Wenn man diese Kinder auf den Wickeltisch legt, bewegen sie sich immer auf und ab. Das ist ein schrecklicher Anblick. Sie liegen nicht da wie menschliche Lebewesen. Sie bewegen sich rauf und runter, weil sie atmen. Dieses Wesen ist ein Baby. Sie sagte, sie weiß, dass sie auf verstrahlten Inseln aufgewachsen sei, was im Nachgang auch durch amerikanische Unterlagen bestätigt wurde. Nun, ihre Mutter hatte Brustkrebs. Ihr Vater hatte Brustkrebs, bei Männern eine äußerst seltene Diagnose. Und Darlene hatte nicht nur eine Art Krebs, sie hatte 2 verschiedene Krebsformen, jeweils in einer Brust. Das bedeutete eine Vielzahl an Operationen, Bestrahlungstherapie und so weiter. Und obwohl es ihre letzte Chance gewesen wäre, verzichtete sie auf Chemotherapie, weil sie nicht ins Abseits geraten wollte, indem sie längere Zeit zur Behandlung nach Honolulu in die Klinik hätte gehen müssen. Sie wollte ihre Arbeit in der Gemeinschaft fortsetzen und tun, was sie glaubte, tun zu müssen. Darlene Keju Johnson erlag 1996 ihrem Krebsleiden. Sie wurde 45 Jahre alt. Mit der Entlassung der Marshallinseln in die Unabhängigkeit zahlte die USA 150 Millionen Dollar in einen Fonds, aus dem fortan alle weiteren Ansprüche bedient werden sollten.
Über deren Berechtigung entscheidet ein eigens eingerichtetes Gericht. Zum heutigen Tag beläuft sich die Summe der offenen Entschädigungsleistungen auf 2,3 Milliarden Dollar. Der angelegte Fonds ist ausgezahlt. Die nationale Regierung zahlt weiter einen kleinen jährlichen Betrag, sodass dieses Büro weiter betrieben werden kann, um weitere Ansprüche aufzunehmen. Allerdings ohne Aussicht auf Entschädigung. Tatsächlich kommen nur noch wenige Menschen, um Ansprüche geltend zu machen, weil sie wissen, dass sie zwar einen Antrag auf Wiedergutmachung ausfüllen können, aber kein Geld da ist, um sie zu entschädigen. Tatsächlich wurde beim Auflegen des Fonds eine zu erwartende jährliche Dividende von 12% veranschlagt. Ein Wert, der selbst in den besten Jahren nie erreicht wurde. Es wird ein Tag kommen, an dem die US-Regierung einsehen wird, dass sie nicht genug tut und nicht genug getan hat, um die Menschen der Marshallinseln für ihre Verluste infolge der Tests zu entschädigen. Es gab vielerlei zu beklagen: Exil, radioaktive Verstrahlung, die Rolle als Versuchskaninchen, all dieses Leid, die Krankheiten, die Krebserkrankungen, die Schilddrüsenerkrankungen, unter denen allein mehr als 2000 Menschen gelitten haben und an denen viele von ihnen gestorben sind. Die Marshallinseln haben sich bis heute nie erholt. Nicht zuletzt wegen des steten Geldflusses aus den USA, deren Zuwendungen noch immer den Großteil der Staatseinnahmen bilden, sind auch die gesellschaftlichen Selbstheilungskräfte nie zur Entfaltung gekommen. Zudem ist Korruption zum Alltag geworden. Es gibt hier ein großes Problem mit der Verschwendung öffentlicher Gelder. Seit den 1960er Jahren, seit dem Beginn der Hilfszahlungen aus den USA, ist die Verwaltung immer weiter aufgebläht worden. Das ging weiter in den 70er Jahren und im Wesentlichen wurden mit den Hilfsgeldern immer mehr neue Jobs geschaffen und so haben sich schließlich viele bereichert. Man stellte Leute ein, gab ihnen ein Stück vom Kuchen und so lief das im Wesentlichen all die Jahre. Auch in Eniwetok, rund 1000 Kilometer von der Hauptstadt Majura entfernt, ist Nichtstun die Hauptbeschäftigung der erwachsenen Bevölkerung. Alle 3 Monate kommt ein Versorgungsschiff und bringt Lebensmittel und Diesel für die Stromaggregate. Essen, Wohnen, Strom, für die Inselbewohner ist alles frei. Jahrelang konnten sie den Fisch aus der Lagune nicht verzehren. Mittlerweile wissen nur noch die wenigsten, wie man ihn fängt. Wir leben fast ausschließlich von den Nahrungsmitteln, die hier vierteljährlich angeliefert werden. Kämen die nicht, hätten wir eine Hungersnot. Wir haben Wasser, das ist gut. Aber wenn das Schiff nicht rechtzeitig kommt, klagen die Menschen und speziell die Kinder über Hunger. Dann müssen wir die täglichen Rationen kürzen. Was wir regelmäßig bekommen, ist Zucker, Dosenfleisch, Gemüsekonserven, Fett, Mehl, Dosenmilch, Backpulver, Zwiebeln. Was noch? Gesunde Ernährung geht anders. Selbst in der Schulküche wird nur weißes Mehl, Reis, Fett und Dosenmilch verarbeitet. Kein Gemüse, kein Obst, keine Vitamine. Doch gekocht wird immer gemeinsam. Dosen, Dosen, Dosen. So wundert es nicht, dass die Wohlstandskrankheit Diabetes mittlerweile die größte Bedrohung für die Gesundheit der Bevölkerung ist.
Während Erkrankungen als Folge der Strahlenbelastung stark rückläufig sind, haben die Marshallinseln mit 45% die weltweit höchste Rate an Diabeteskranken. Zur ungesunden Ernährung kommt auch eine genetische Veranlagung dazu. Nicht zuletzt gehen Wohlstand und hoher Status für viele Pazifikvölker von jeher mit einer gewissen Körperfülle einher. Ich komme einmal im Monat. Um Blutwerte zu checken? Der Übergang von Mangelernährung zu großen Mengen Essen erhöht das Diabetesrisiko erheblich. Das ist hier auch der Fall. Früher waren die Menschen hier gesund. In Indien zum Beispiel, in China und anderen Entwicklungsländern haben die Menschen von einem Minimum an Nahrung gelebt. Die Gene haben sozusagen gelernt, den Mangel zu managen. Wenn dann plötzlich Nahrung im Überfluss kommt, das ist in Indien zum Beispiel auch gerade der Fall, dann führt dieser Wechsel zu Diabetes. In 6 Jahren, 2023, läuft der Vertrag, der die finanziellen Zuwendungen der USA regelt, aus. Die nächste Generation ist, sollte er nicht erneuert werden, auf sich selbst gestellt. Spätestens dann müssen die Menschen raus aus ihrer Opferrolle und zurück ins wahre Leben. Ich weiß, dass es gefährlich ist, hier zu leben. Aber die Freiheit hier, wenn man die Freiheit abwägt gegen die Gefahr, ist es gefährlich, in den Irak zu gehen? Natürlich ist es gefährlich, aber die Freiheit war es wert. Und irgendjemand muss es tun. Ist es Freiheit, hier zu leben? Jemand muss es tun. Am Ende des Tages geht es immer um die Freiheit. Also ich habe den größten Teil meines Lebens in Eniwetok verbracht, auch als hier alles radioaktiv verseucht war. Aber ich liebe meine Insel. Ich will hier bleiben. Ob die dritte Generation überhaupt noch eine Chance auf einen Neuanfang hat, hängt auch mit dem Anstieg des Meeresspiegels zusammen. Über dessen Geschwindigkeit sind sich die Experten uneins. Möglicherweise wird bereits in wenigen Jahrzehnten der Runet Dome das letzte sein, was vom einstigen Paradies zu sehen sein wird.